Hallo meine Lieben und willkommen zurück bei uns bei Cliffhanger. Ja, wir machen weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir sind gerade dabei, hier ein bisschen, hier haben wir gerade noch Strom gebaut. Hier haben wir unsere Obstproduktion und wir tüfteln gerade daran, was wir mit der Scherbe hier anfangen. Wie wir die nutzen und ob wir jetzt, die Frage ist so ein bisschen, wie machen wir es mit dem Wasser, weil eigentlich brauchen wir natürlich für die Landwirtschaft hier, brauchen wir Wasser, wie jetzt schon auch. Dass wir momentan importieren wir es natürlich jetzt von hier, wo wir gut Wasser bekommen, wegen dem Grundwasser. Allerdings ist das die Frage, ob wir das behalten wollen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder, wenn wir dick Wasser brauchen, ist natürlich, dass wir hier einen Megabohrer bauen. Der baut uns nämlich hier dann Rohstoffe ab, Wasser ab und Uran ab. Was natürlich eine gute Geschichte wäre. Auf der anderen Seite brauchen wir den auch nicht zwingend, weil wir hier Uran hätten. Das heißt, hier könnten wir hier Uran abbauen und Wasser. Das heißt aber, wir könnten das rüber transportieren mit der Barke eventuell. Damit könnten wir auch große Mengen Wasser rüber transportieren. Das ist halt die Frage. Ich weiß es nicht. Ich kenne die Barke selber noch nicht, muss ich euch sagen. Aber Zuhörende 3 ist super. Damit sind wir mit gut im Plus. Ups, das wollte ich nicht. Sind wir gut im Plus, das gefällt mir. So, wie schaut's aus? Wir hätten bald die 20. Wir hätten bald die 20. Da ist die Frage. Wir könnten natürlich auch das Rathaus irgendwann einmal angehen. Auch das brauchen wir zwar jetzt nicht. Aber sonst kommen wir hier nicht zu den Drohnen. Wobei wir hier eigentlich auch nochmal entweder ein Rathaus oder Drohnen. Oh, was ist das jetzt? Das kenne ich auch nicht. Oh, Gase haben wir hier in der Atmosphäre und bilden eine wärmereflektierende Ozon. Achso, das ist jetzt die Temperatur, steigt schnell ins Extreme, der Wind flaut ab. Und industrielle Anlagen könnten überhitzen. Setzen Sie all Ihre Bemühungen auf den Brand. Oh, das ist schlecht. Oh, das ist schlecht. Tage der Hitzewelle 5. Brandschutz ist schlecht. Wir werden jetzt hier dementsprechend, brauchen wir das wohl, ein Wartungszentrum. Hoffen wir mal, dass wir... Haben wir dafür alles? Ich hoffe, dass wir... Ich glaube nicht fast, oder? Oh, das wäre doof. So, hier... Achso, wir könnten es hierher bauen. Bauen wir es hier hin. Und ich möchte es auf hier, möchte ich auch eins haben. Wartungszentrum. Die Frage ist, wo bauen wir das hin? Wir könnten es hierher bauen. Oder haben wir hier? Hier hätten wir auch nochmal. Bauen wir es hier hin. So, die Frage ist, hier haben wir, glaube ich, alles. Batterie und Motoren. Ja, hier haben wir definitiv alles. Und hier, glaube ich, fehlen uns die Motoren, oder? Nein, hier haben wir auch die 10 vom Anfang. Sehr gut. Okay, dann haben wir das auch beides. Gut so, das ist wichtig. Das ist nämlich unser Brandschutz. Medium construction completed. Gut so. Sehr gut. Die geben auch nochmal hier diese Wartungssachen, die wir jetzt nicht brauchen. Aber das Wichtigere ist, sie sind die Feuerwehr. Die haben wir jetzt auf beiden Inseln. Das ist gut und wichtig gewesen, jetzt wo das Feuer ausbrechen kann. Weiß ja nicht, wo was ausbricht. Aber dann haben wir es jetzt im Zweifelsfall, falls was wäre. Ja, immer noch das Problem oder die Entscheidung mit der Barke und mit dem Wasser. Oh, unser Wasser ist runtergegangen dementsprechend und die Windigkeit ist massiv runtergegangen. Benötigten Energie 131, Wahnsinn. Oh, da brennen wir uns jetzt durch die Batterien gerade. Dafür ist der Sonnenschein bei 110. Oh, vielleicht müssen wir hier ein bisschen mehr. Interessant. Oh, das ist interessant. Das ist nämlich doof. Okay, das heißt, das tun wir mal weg und wir verkaufen bei 30. Wir wären hier ein bisschen das... Okay, wir müssen hier umplanen. Das war jetzt ein bisschen spontan zwar leider, aber ist so.
Und zwar, wir brauchen hier, wir werden hier nochmal zwei davon bauen. Das ist natürlich gerade jetzt, ist das wichtig, weil uns wird hier massiv bei so einem Überschuss, dadurch, dass der Wind so runtergefallen ist, natürlich hier, haben wir jetzt hier ein Stromproblem ein bisschen. Das heißt, wir werden das jetzt ausgleichen, indem wir hier die Batterien von drüben rüberfahren. Nochmal kurz geschaut. Das heißt, jetzt sind wir hier alles über 30. Genau. Genau. Eigentlich können wir sogar über 20. Oder machen wir, nein, lassen wir 30. Ah, ist okay. Lassen wir 30. Das passt schon, oder? Wir können die Hälfte. Machen wir 25. So, da haben wir die zwei. Das ist wichtig und gut, weil jetzt eben hier kommt die Sonnenenergie. Oh, wir brauchen natürlich die Batterieladestation, sonst bringt uns das genau gar nichts. Da haben wir ein kleines Eck. Die ist aber schnell gemacht. Dann kriegen wir hier die Batterie natürlich. Sonst kriegen wir keine Batterien mit dem Stromüberschuss. Dann können wir nämlich die Batterien hier rüber verkaufen. Und dann sollten wir hier, glaube ich, durchkommen. Durch die Hitzewelle. Small construction completed. Genau, jetzt geht das. Genau, Energieversorgung 300%. Genau. Und deswegen gehen wir mehr natürlich, desto mehr geht hier weiter. Oh, hier wird verkauft weiterhin. Das ist auch gut. Arbeitsplätze schaut super aus sogar. Da haben wir hier zu wenig wahrscheinlich, müssten wir haben. Ja, deutlich zu wenig. Okay, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mehr Leute hier. Dann kaufen wir natürlich nochmal. Wir haben nochmal... Ja, einmal geht noch, oder? 15? Nein, es geht nicht. Um 1 geht es hier nicht. Es geht um 1, kriegen wir es nicht mehr. Wir brauchen wieder neue Häuser. Ja, das ist jetzt natürlich interessant, nennen wir es mal. So, was wollten wir eigentlich hier noch haben? Das Rathaus eventuell. Das Rathaus wäre noch nicht uninteressant. Und die Barke, die braucht aber nur 5. Die Uranmine wäre auf jeden Fall. Das sind wir bei 20. Ja, das war's fast schon. 20. Viel mehr. Oh ja, hier, jetzt haben wir unser Wasser. Und deswegen, jetzt kommt hier die Feuerwehr. Von da ist die gerade rübergeflogen und die löscht das nämlich jetzt. Und sonst wäre das zerstört. Sehr gut. Haben wir noch eins, oder? Ist hier auch eins? Nein. Okay, das hört jetzt hoffentlich auf. Ja, jetzt hört es auf. Oder? Na, jetzt fliegt es schon wieder rüber. Brennt es noch immer? Oder wieder? Oder ein anderes? Was auch immer jetzt gerade brennt, ich bin mir nicht sicher. Okay. Sie werden sich auf jeden Fall drum kümmern. Okay, so, wie tun wir? Wie tun wir? Ich möchte hier eigentlich nicht noch ein Haus bauen. Und wie kommen wir gerade mit dem Wasser zurecht? Ah, okay, Wasser geht eigentlich gerade. Ich bin gerade unschlüssig, wie wir tun sollen. Also, die Lagerstände gefallen mir natürlich gerade. Das ist alles okay. Der Strom ist auch jetzt raufgegangen und geht hier
rauf. Wir verkaufen hier natürlich jetzt gut und das bringt natürlich hier massiv. Wir zahlen natürlich von hier jetzt massiv darüber gerade für den Strom. Aber ja, es ist halt jetzt so. Das Obst, wir brauchen echt das Obst hier nicht mehr, oder? Eigentlich brauchen wir das Obst, ja, wahrscheinlich das brauchen wir gar nicht mehr. Ich meine, wir können es mit den 20 drin lassen. Aber wir brauchen es eigentlich nicht. Hier wird uns schon wieder irgendwas geklaut. Wir könnten die natürlich wegtun. Wenn wir die wegtun, aber dann haben wir... Nein, eigentlich, wir haben dann nur weniger Verbrauch. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Ah, und die momentan... Achso, nein, Beschäftigung 0, die geht nicht, weil wir die Leute, weil uns die Leute fehlen. 30 hier. Weil wir hier so viele Arbeitsplätze haben. Weil die brauchen jetzt auch nochmal 10 hier und auf der anderen Seite auch. Ja, okay, ich meine, wir werden es eh nicht, wir können es eh nicht. Wisst ihr was, wir können nicht anders. Wir haben jetzt die 37. Ich würde fast sagen, wir machen das ja. Wir machen das jetzt. Wir setzen das jetzt hier an den Rand ran. Lassen wir das bauen. Mir ist das, ich möchte einfach ein paar Leute dazu haben. So, wir brauchen zusätzlich natürlich, wenn wir aber dann nochmal was brauchen. Und ich würde sagen, wir machen langsam. Das heißt, wir wollen einmal zwei hier einmal kaufen. Und ich möchte die beiden dann langsam auflösen. Das heißt, dann werden wir das wirklich... Werden wir das so machen? Ja, wir werden das so machen. Wir bauen dann hier... Bauen wir das hier hin? Ja, es macht Sinn, dass wir es hier hinbauen, glaube ich. Wobei ich die eigentlich auch irgendwann auflösen wollen würde, gerne. Irgendwie würde es Sinn machen, hier und hier eine tiefe Mine zu haben. Warum? Weil hier... Würde ich gerne Leute ansiedeln, weil sonst was kann man hier, sonst kann man hier nichts machen, weil hier ja nichts ist. Das heißt, hier Leute. Leute brauchen Wasser. Das heißt, das wäre jetzt ein bisschen natürlich, einerseits kommt das Wasser von hier. Das heißt, hier werden wir die Barke fürs Wasser schon auch brauchen. Irgendwann und Uran auch. Large construction completed. So, hier haben wir jetzt das auf jeden Fall. Das ist mal gut. Das heißt, jetzt sollten wir hier mit dem Uran die Leute bekommen. Und hier brauchen wir sowieso, wie viel brauchen wir hier drüben? 31. Okay, aber wir können eh nur 15 rüberfahren gerade. Aber das heißt, wir würden hier eigentlich noch ein Haus brauchen. Und wenn wir hier dann die Felder haben, die brauchen auch noch einmal 4 jeweils. Das heißt, wir werden auch hier was brauchen. Früher oder später. Ja, dann machen wir hier auch eins. Es wird nicht besser werden. Die Frage ist nur... Ja, nein, wir werden es aber jetzt brauchen. Okay, dann machen wir das jetzt erstmal. Dann kommt hier nochmal so ein Haus. Das ist okay. Das Gute ist, die Leute ziehen um. Das heißt, wenn hier Leute sind, die arbeitslos sind und hier ist ein Haus frei, dann ziehen sie hier über die Brücke in dieses Haus ein. Das heißt... Das Ding reicht uns an Quelle, um mehr Leute zu bekommen. So, 161, das ist einmal gut. Die Uni möchte ich momentan nicht anmachen, das braucht es momentan auch nicht.
Gut, gut, gut. Aber das heißt, jetzt sollten gleich hier dann die 15 Arbeitskräfte kommen. Die gehen dann darüber. Dann sind wir hier mal gut durch. Gefällt mir. 18. Dann ziehen die, wenn es wahr ist, auch bald hier ein. Damit wir natürlich das Eisen hier rüberbringen. Weil die 22 sind gleich weg und hier produzieren wir natürlich nichts. Was aber okay ist, weil dann tauschen wir quasi Eisen gegen Batterien momentan. Und später natürlich gegen Früchte. Wobei wir können hier den machen. Wir machen hier 20, dann behalten wir hier 10 auf Reserve für die Leute hier. Oh, und da müssen wir natürlich jetzt hier derweil, solange wir hier die Leute jetzt dann ansiedeln, müssen wir dann hier für alles andere auch sorgen. Ja, müssen wir. Okay, das schaut gut aus. Wie schaut es wassermäßig aus? Ja, passt schon. Vorräte schauen gut aus. Die Früchte könnten mehr sein. Und wir haben hier eigentlich genug. Fast schon genug. Bisschen was lassen wir noch machen, würde ich sagen, oder? Sollen wir es abdrehen? Erstmal. So, was ist fertig geworden? Ah ja, das Holz. Okay. Ja, lassen wir die Leute mal hier einziehen. Ja, ich würde sagen, da lassen wir die Leute einziehen, das ist okay. Ups, falsch, hä? Das heißt, hier sind eh Arbeitssuchende 18, das ist gut. Das heißt, die werden jetzt hier bald umziehen. Ah, da sind eh schon die ersten 15 sind schon umgezogen. Gut so. 14. Ich glaube nicht, dass die das Umziehen, glaube ich, braucht kein, soweit mir bekannt ist. Genau. Das ist nur die Orbitalkapsel. Die ziehen dann trotzdem hier um. Das heißt, die wären jetzt, aber sie ziehen immer nur so weit wie Arbeitsplätze. Das heißt, hier würde, geht das nicht bis 52, wird das nicht voll, sondern bis 31 in dem Fall. Was eh gut ist. Das passt schon, das passt schon. Während hier natürlich ziehen sie weg. Das heißt, hier sind wir jetzt bei nur noch 146. Aber wir können hier ja noch einmal wieder welche holen. Das werden wir doch machen. Einmaliger Kauf. Das heißt, wir holen uns hier wieder 2. Dann kriegen wir hier wieder 15 und die gehen dann wieder hier rüber. Trading platform arrived. Okay, das ist gut. Das ist gut. Perfekt. Und ich würde sagen, ja doch, wir deaktivieren den da nochmal. Jetzt sieht man schön 143, 143. Alle Arbeitslosen sind jetzt rübergezogen. Und hier sind wir dafür jetzt bei 18 von 31. Ist natürlich zu wenig, aber da kommt ja jetzt gleich wieder was. So, den... Naja, wir werden auch noch ein paar davon brauchen. Die Frage ist nur, ich glaube nicht, dass wir die jetzt gerade machen sollten. Da warten wir die Hitzewelle noch ab, bevor wir die anfangen. Die Batterien, weil wenn wir die Drohnen bauen, dann geht die Batterie weg. So, was wir aber brauchen werden, wir werden hier jetzt trotzdem das Rathaus, glaube ich, bauen, weil wir brauchen hier sowieso die Recht und Ordnung. Und dann können wir nämlich die Drohnen auch noch rüber verkaufen. Machen wir es mal hier hin. So, wie viel haben wir jetzt? 36. So, da kommen neue an. Das ist super. Davon werden die meisten direkt rüber gehen, ja. Dann wird hier die vollen 31. Okay, da brennt es wieder, aber das ist okay. Wir haben genug Wasser und wir haben genug von allem. So, dann machen wir es aber so. Dass jetzt hoffentlich nicht zu sehr piepst, ja. Im Hintergrund, weil das laut ist. Geldmäßig, schauen wir mal kurz. Ja, wir sind ein bisschen im Minus, weil wir so viel für Konstruktionen zahlen. Aber das ist okay. Hört auf zu piepsen. Lasst mich. Nein. Dann gehe ich halt weg. So. Was wir hier nämlich noch, dann machen wir hier gleich, machen wir es gleich richtig. Wobei. Machen wir es gleich richtig.
Wie kommen wir momentan? Wir kommen aber gut aus, glaube ich, momentan. Schaut so aus mit dem Wasser. Müssen wir natürlich aufpassen, dass wir hier nicht zu wenig kriegen dann mit der Zeit. Da heißt immer ein gutes Auge drauf werfen auf die Reserven hier. Sollen wir die Barke dann hier bauen als nächstes? Könnten wir nämlich. So, hier sind wir jetzt bei 31 und hier sind wir bei, ja, okay, ein Arbeitssuchender, das ist okay derzeit. Allerdings, sobald wir das Rathaus bekommen, brauchen wir sowieso wieder 15. Dann machen wir das gleich jetzt, oder? Ja, das ist eh fast fertig. Dann bestellen wir noch einmal zweimal Uran. Wie viel haben wir hier noch? 12. Okay. Das ist gut. So, die Barke dann. Wollen wir die Barke dann haben? Ist die Frage, ob wir die Barke haben wollen. Ich glaube irgendwie schon. Die könnten wir hier oben hinbauen. Wobei, das ist egal, wo wir sie fast hinbauen, wahrscheinlich sogar. Hier könnten wir sie auch hinbauen. Oder hier, aber das ist halt schon weit für die Drohnen dann. Wobei, wenn wir hier noch Wasser hinbauen, wäre das dann auch nicht so schlecht. Weil dann haben wir hier, haben wir ja ein Wasser. Wo ist das zweite Wasser eigentlich? Das ist auch hier. Oh, haben wir nicht, haben wir nur ein Wasser? Nein, wir haben hier zwei, oder? Zwei. Ist das hier? Achso, hier oben ist das zweite. Ja, da könnten wir auch einmal das machen irgendwann. Also das, die Lieferung ist kein Problem, das haben wir genug. So, hier verkaufen wir jetzt, das ist gut. Achso, und wir müssen uns natürlich hier darum kümmern, dass wir hier alles haben. Das heißt, hier haben wir 50. Das heißt, wir kaufen bei 30, war das richtig? Wieso kaufen wir bei 30 und nicht bei 40? Kaufen, wenn weniger als 40. So, dann kaufen wir hier, wenn weniger als 40. Wir machen das jetzt alles. Hier machen wir 40, 40, 40. Das haben wir selber. Das kriegen wir eigentlich auch selber, aber noch haben wir es nicht. Trading platform arrived. Okay, und das war's. So, das heißt, das wird jetzt natürlich teuer, aber wir können eigentlich auch hier das schon einmal machen, gleich einmal, oder? New citizens arrived. Könnten wir Wasser und Getreide? Oder sollen wir, ich glaube, wir machen das, aber wir sollten vorher hier das fertig bauen. Das heißt, wir bauen die Barke hier, damit wir auf jeden Fall genug Wasser liefern können. Wasser schaut gut aus. Ja, machen wir. So, wir setzen jetzt mal hier zurück alles. Wir setzen das zurück und wir setzen das zurück. Und hier setzen wir das zurück. Und dann schauen wir dann später, wie sich's ausgeht, alles gerade. Ist auch nämlich die Frage, ob wir mit den Fischen jetzt auskommen. Wir kriegen ja quasi immer mehr Leute überall. So, 159. Hier sind wir gerade voll. Das ist gut. Und hier kommt jetzt das Rathaus sofort. Genau, die zwei sind nämlich schon da. Das heißt, das Rathaus kommt hier auch. Dann würde ich sagen, das deaktivieren wir derzeit mal. Kriegen wir wieder mehr davon. Okay, das heißt, das ist gut. Damit haben wir nur noch die Arbeit. Genau, gut so. 14 Arbeitssuchende. Und wir können jetzt dann, das können wir andrehen. Dann haben wir nämlich überhaupt nur noch vier. Das ist gut. Und jetzt verkaufen wir ein paar Sachen. Nämlich, wir haben jetzt das Rathaus. Dann. Oh, was sind. Oh, die wollte ich auch noch haben. Verkaufen wir nämlich dann an die Scherbe. Verkaufen wir mal zwei.
kaufen wir mal 4 und bauen uns hier noch einmal dafür die 3 nach. Das haben wir, das müssten... Achso, wir wollten eigentlich die Batterie. Das ist natürlich jetzt doof, ein bisschen vielleicht. Auf der anderen Seite, die Hitzewelle müsste gleich vorbei sein. Ja, das geht sich aus, sage ich. Das behaupte ich, geht sich aus jetzt. Dafür haben wir hier ein paar mehr. Ich meine, ich glaube, wir brauchen sie hier gerade nicht. Aber wenn wir dann hier anfangen, werden wir sie brauchen. Und wir wollen hier gerne als nächstes dann die Barke wollen wir hier bauen. Ja, ein bisschen was bekommen wir hier immer noch. Und hier gibt es ja auch nochmal Energieüberschuss gerade. Und jetzt ist eh der Tag gleich vorbei. Dann sollte sich das hier mit dem Wind eh wieder normalisieren. So, die Barke also. Ja. Und das Uran eigentlich auch noch. Womit fangen wir zuerst an? Was laden die hier gerade auf? Achso, die laden hier das ganze Obst und Gemüse und so rüber. Okay. Das ist okay. So, wenn es wahr ist, ist das jetzt gleich aus. Mitternacht. Jawohl. Sehr gut. Und Nummer 2. Hier schon. Ja, das ist hier über alle Inseln. Gut so. Und jetzt sind wir hier wieder. Ja, Stromversorgung 100%. Benötigt 144. Und wir haben jetzt wieder die 160, weil jetzt ist wieder hier der Wind da. Und dafür ist natürlich hier nur noch die Sonne auf 100. Das ist aber okay, das reicht. Damit müssen wir aber das nicht mehr verkaufen hier. Wir können allerdings immer noch. Dann machen wir es, wenn das Lager voll ist. Das heißt, wir sind hier bei 40. Dann verkaufen wir. Wobei, machen wir es... Ja, machen wir es 40, wenn es 40 ist. Verkaufen wir es auf 30 runter. Nein, 40 ist okay. So, okay, das heißt, das sind wir gut. Gefällt mir. Hier müssten wir jetzt eigentlich auch wieder sammeln. Und hier kriegen wir auch wieder... Ja, da geht es auch wieder rauf. Gut so. Und auch die Batterien werden sich wieder erholen. Hier jetzt. Hier haben wir jetzt auch ein bisschen Überschuss. Und wir verkaufen hier immer noch brav die Batterien rüber. Das schon okay und gut. Und ja, dann... können wir eigentlich die Barke bzw. die Uran. Sagen wir zuerst Uran oder zuerst Barke? Na, ist jetzt eigentlich egal, wie wir es machen. Wir können Uran... Na, wenn wir Uran, dann füllt sich das halt voll auf. Das ist das Problem am Uran gerade. Vielleicht müssen wir hier ein bisschen vorbeugen, weil wenn wir hier die 212 kriegen, dann brauchen wir Arbeitsplatz dafür. Dann werden wir Arbeitsplätze brauchen. Und hier wird sich es auch nochmal auffüllen, wenn wir hier was bauen. Also wir werden hier jetzt Arbeitsplätze brauchen, bevor wir das machen können. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit der Barke an. Hätte ich gesagt. Was hat eigentlich der Bohrer für 25? Oder wollen wir die? Wollen wir den einmal hier, den Bohrer hier haben? Dann könnten wir die hier auflösen. Aber irgendwie möchte ich den Bohrer nicht haben. Ich meine, wir brauchen den Bohrer, aber ich hätte ihn, glaube ich, gerne hier unten. Wobei, selbst da brauchen wir ihn nicht. Ist eh die Frage, ob wir den Bohrer überhaupt irgendwo mal haben wollen. Ja, wobei doch, hier unten hätte ich ihn schon gerne. Weil wenn ich hier Leute, wenn wir hier die Leute haben, dann brauchen wir diese Sachen und die brauchen Zeug, Rohstoffe. Und
Deswegen, ich würde die Produktion dafür dann gerne hier haben. Und dann könnte man mit dem Bohrer die Rohstoffe holen. Und Strom könnten wir mit dem Uran machen. Die Frage ist nur, die Ökologie ist halt beim Bohrer. Und die Ökologie, da wird wieder dafür sprechen, es hier zu machen. Weil wir hier haben wir Mega-Ökologie. Eigentlich müssen wir es hier machen. Was kosten die eigentlich? 1800 ist gar nichts. Es sind die, die müssten wir rüber verkaufen. Die könnten wir sammeln hier. Und die Motoren. Dann hätten wir es. Hätten wir hier einen Megabohrer. Hätten wir auch ein Bohrer, da hätten wir auch was für die Arbeitsplätze dann. Und dann müssten wir momentan hier jetzt nicht das Uran bauen. Das heißt, wir könnten hier kontrolliert Leute aufnehmen. Das gefällt mir eigentlich. Das gefällt mir eigentlich. Aber das werden wir das nächste Mal machen. Ich glaube, das gefällt mir. Also ich glaube, wir werden doch hier den Bohrer machen. Dann brauchen wir auch das Wasser. Haben wir dann auch hier, damit wir hier nicht nochmal extra Wasser machen. Ich überleg's mir. Ich überleg's mir, ob wir es da... Das ist ein Hin und Her. Meine Lieben, hoffe natürlich, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen, wie immer. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut, wenn wir hier natürlich weitermachen. Und wie immer am Ende wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute und sagt Tschüss.